Normalerweise trifft man sie auf den Marathonstrecken dieser Welt. Die Sportler aus Afrika. Nicht so im Salzburger Pongau. In Kleinaal, auf der Kleinaaler Hütte, sorgen die afrikanischen Extremsportler für Aufsehen. Für Hüttenwirt Rupert Fuchs nicht alltägliche Gäste. Ja, ist natürlich einmal ganz was anderes. In den schönen Gegend oder so viele Afrikaner herumzuhaben, das ehrt uns natürlich. Und vor allem, es ist wirklich einmal ganz was anderes. Und ein ganz anderes Gesicht, ein ganz anderes Aussehen, ja, gefällt uns voll. Besonders internationales Flair kommt aus Norwegen. Der Sudaner Asim Noir vom Rodelclub Sudan Telemark ist zum ersten Mal in Österreich und in den Bergen. Ist gut. Es ist gut, sehr gut. Und jetzt muss ich das Gelernte nur noch anwenden. Wie man richtig rodelt, das hat Asim von Bernhard Moser von der Bergrettung Kleinaal erfahren. Denn neben dem Spaß steht die Sicherheit im Vordergrund. So macht man eine Fremdung. Ja, das ist natürlich umso schwieriger, weil beim Rodeln braucht man natürlich auch Erfahrung oder Übung. Auch. Und jetzt sind da Leute dabei, die noch gar nicht am Schlitten gesessen sind. Das ist natürlich das schwieriger. Jetzt aber auf zur Trainingsstrecke. 30 Minuten ist sie lang und für einige Teilnehmer schon die größte Herausforderung des Tages. Nachdem alle heil im Startgelände gelandet sind, wird es ernst. Jetzt noch 2 Minuten Race und es ist vollbracht. Ja, das war sehr schwer. War mit den neuen Schnee, war dieses Meer schwierig zum Kontrollieren. War du bist teilweise schnell. Und frischer Schnee, das haben wir nicht so gewohnt wie die Empormer. Das war schwierig zum Kontrollieren. Ja. Sport erweist sich immer wieder als erfolgreiches Medium für Integration. Denn mit einem Ich will geht alles leichter als mit einem Ich muss. Integration ist ja unser wichtigstes Thema derzeit und auch vermutlich ein sehr schwieriges Thema. Und echte Lösungen gibt es ja nicht. Aber eins ist klar, ja, Integration kann man nicht erzwingen. Und sich integrieren zu wollen, hilft so viel mehr, wie Sprache lernen zu müssen. Sprache lernen wollen ist so viel besser, wie Sprache lernen müssen. Und je mehr wir gemeinsam haben, desto unwichtiger sind die Unterschiede. Und um das geht's. Die afrikanische Rodel-WM ist nur der Auftakt von zahlreichen Integrationsveranstaltungen. Weiter geht es schon im Mai, heuer zum ersten Mal mit der Wahl zum Mr. Integration. Danke, danke. Ja, es wird wie immer im Casino Salzburg im Schloss Gessheim sein und zwar am 3. Mai abends. Details folgen. Sport schafft ein Miteinander und verbindet.